Donnerstag, 19 Uhr. Willkommen zurück zu diesem Spiel hier. Wir sind immer noch auf dem örtlichen Friedhof und sind eigentlich gerade zwischen einer Kiste und der nächsten. Aber vorher schlossklacke ich nochmal kurz dieses kleine Mausoleum hier und breche hier mal eben ein. Aber ich sehen möchte, was diese Leute hier verstecken. Achso, es geht direkt runter. Oh. Oh, cool. Sie haben einen, über dem Sinne einen Stock. Oh, warte mal. Also eigentlich wollte ich ja mehr über diese Morde rausfinden, aber anscheinend ist dieses Mausoleum vielleicht doch gar nicht so schlecht. Brave and loyal Rocky, who saved his master from an ambush. Ah ja, okay, das ist der Hund der Familie, der anscheinend das jemanden gerettet hat. Oh, Stärke 4. Warum habe ich denn hier so viele Optionen? Das ist ja schrecklich. Das reicht gerade so noch. Also ich wollte nicht keinen Geisterhunde. Really? Oh, Rex, Gordes. Ach, das sind alles Hunde. Das sind zum Glück nur drei Stück. Oh, dann nehmen wir wieder Damage. Welcher ist der erste, der anfängt? Zina. Na gut, dann gucken wir mal, ob wir Zina eventuell tot kriegen. Kommen wir bis ran eigentlich ganz viel? Ne, leider nicht. Na gut, dann. Warte mal, wir können noch. Zeichen des Jägers braucht einen Spellslot, so ein Elend. Mist. Ah, ja, Hundeführer Poll ist auch noch mit dabei. 30 Damage! Wenn ich die kleine Rast nicht gemacht habe, die ich eigentlich vorhatte. Ich könnte jetzt Untoten vertreiben, zaubern. Oder wir machen das nicht. Wo ist denn Hundeführer-Dings eigentlich überhaupt? Kritischer Fehlschlag, cool. Dann brennen wir mal raus. Wer hätte gedacht, dass diese komischen Geister nur voll stark sind? So, warte mal, das hier hält. Ach, bist du lang rast? Ja, da bin ich doch ein bisschen zögerlich. Den können wir ja hier hinlaufen. Zumindest das hier machen. Das Vieh lebt immer noch. Das war aber schon dran, oder wer ist noch dran? Rex ist das nächste dran. Kann man Geister. Sind Geister nicht empfindlich? Oh. Oh, warum habe ich. Was habe ich mit Schattenherz gemacht? Irgendwas Bullshittiges, anstatt den heiligen Angriff zu machen, ne? Immun gegen verängstigt, wer hätte gedacht? 13! Da oben ist ja der Hundeführer-Poll. Er kann fliegen, wie schön. Beute-Essenz. Jetzt geht's aber los. Oh, da war der kritische Treffer mit. Das ist ja schrecklich hier. Na gut, die sind immun gegen alle möglichen Elementareffekte, gegen die ich nichts hab. So, Kälte fällt aus, Gift fällt aus, Blitz und Dings sind doof. Schallschaden ist auch nix. Körperlosen kann nicht gestoßen geworfen, dass improvisierte Waffen verwendet werden. Bester Freund des Menschen. In Höhe des Übungs des Hundeführers. Also vielleicht sollte ich erstmal den Hundeführer töten. Ist der Hundeführer durch Zufall gegen was immun? Ja, auch gegen alles. Warum sind denn diese Geister so mächtig? Oh. Verteilen gegen Mehrfachangriffe? Aha. Deine halbgöttliche Wenigkeit sollte mehr Schaden machen? Ja, wäre gut, ne? Ja, Energie fehlt. Das ist, es ist so, es ist in der Tat so. Naja, gut, dann ist, wir haben nur noch Stufe 1 Space Slots. Was natürlich eine mittlere Katastrophe ist, zugegebenermaßen. Für Opur hat leider so viele Lebenspunkte. Ja, das hat zumindest schon mal ein bisschen Tatsachen geschaffen hier. Ja, Schallschaden war auf jeden Fall bei. Ja, wow. Okay, wir sollten vielleicht mal ein bisschen unsere Truppe hier entclustern, ne? Will ich hier was Magieresistentes? Ja gut, dann ist natürlich der, dann ist halt der Warlock mit seinen Dreadful-Dings, wie ist das Dings? Wird doch ganz sinnvoll. So, Astarion, ich weigere mich mit Astarion jetzt hier so einen 3-HP-Hund zu hauen, das kann. Ja, scheiße, wer macht denn das denn? Ja, ich kann das doch recasten.
bin natürlich nicht im Vorteil. Ich habe nur 90%, aber das Ding ist halt Stichschadensimmun. Das ist extrem nervig. Mir fällt gerade so ein, habe ich durch Zufall irgendwie irgendwas mit Geister oder irgendwie, oder habe ich irgendwie heilige Pfeile? Ich habe so viele dumme Pfeile bei. Zugtöter, Linderung. Es gibt einen Heilpfeil? Echt jetzt? Ach nee. Das macht der Pfeil der Linderung. Okay, das bringt mir leider alles nichts. Das Ding hat aber nur Stichschaden. Immer da macht nekrotisch, Blitzschaden. Es gibt echt keinen heiligen Pfeil. Das ist ein echtes. Echtes Manko. Ich schieße jetzt einen Rauchpulverpfeil. Es gibt nicht viele Kämpfe, wo ich mit Astari nicht mit Single-Tage wie besser fahre. Warum eigentlich nicht? Puff. ja, zu spät. Ja, dann machen wir doch mal hier den guten alten. Das hat gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Das heißt, die ganze Hundebagage kommt jetzt nochmal dran. Warte mal hier, wir haben noch hier das Erbe von Avernus mit Brandmarken und Dingsbums. Wenn ich jetzt von dann. 20! Absolute Frieche, wirklich. Okay, Bratwagen, das Niederstrecken war gar nicht so cool, wie ich dachte. Das hingegen war wesentlich besser. Jetzt habe ich zwei Hunde, die noch 2 HP haben. Leider macht der Schildtyp keinen Damage, ne? Bitte? Ein schönes Geschenk auf Hundeführer Pol. Raubtier. Ist denn. 35! Ich finde das sehr süß, was die Dingens alle können, ne? Naja, gut, zumindest kommen wir dran. Ja, dann macht Gay sein letztes Base Lord, würde ich mal sagen. Danach ist Cantrip Time, sag ich mal. Ein EP bringen die Hunde übrigens. Verwesener Leichnam? Oh. Interessant. Ja, denn ich nehme an, dieser Geist ist auch gegen Schallschaden immun. Naja, mehr als gegen Schläge. Naja, dann porten wir uns mal ran, würde ich sagen. Edge Blast, ja, das meine ich vorhin. Das, ich mir ist der Name nicht eingefallen. Ja. Teilen gegen Mehrfachangriffe. Die hat ja schon. Nee, da. Ach nee, ich habe ja die Konzentration verloren gegen Dings. Ja, dann ist jetzt. Guck mal, wer immer wieder krittet. Well, well, well. Ja, gut, das war jetzt hier irgendwie so mittelmäßig geil. Das wäre dann damit gerechnet, wie ich muss gegen die ganze Bagage hier nochmal kämpfen. Oh, Rex. Da ist er. Trank des glorreichen Sprungs, immerhin. Die Geister droppen nicht mal Ektoplasma, das ist ja ein Elend. Ball, Ball, Ball. 20 Bälle? Okay. Und ein Trank der Geschwindigkeit, was eigentlich der wahre Preis ist. Gut, dass Karlach relativ stark ist. Ein Eulenbeerstofftier. Und ein Eulenbeerschnabel. Achtung, dieser Eulenbeer hat noch Biss. Ah! Und der oh. Sehr gut ausgeschopft, das gute Vieh. So, dann ist das hier wahrscheinlich Hundeführer Pol. Chief Houndmaster Pol, who trained our pack to perfection. Ah ja, das Pack, er hat das Rudel perfekt abgerichtet. Lionheart Xena, fierce watchdog. At night, no one dared to pass her post. Ah ja, in der Nacht hat sich niemand an Xena vorbeigetraut. Fearless Gordis. Who would chase any prey and helped bring in our greatest trophies. Ah ja, ist eine Jagd für mich. Hat anscheinend die größten Trophäen. Ey, ein rostiger Speer aufheben und verkaufen. Wenn ich hier Sachen verkaufen kann, dann bin ich sowas dabei. Ja, das fand ich ganz gut aus. Oh, sie haben ihn mit drei Hundehalsbändern verkleidet und der Hundeführer selbst ist natürlich auch drin, ne? Tierfreundschaft, Pfeil des Untoten, Pfeil des Immata. Er hat eine Kerze bei. Ist das hier Tradition, Leute, mit einer Kerze
Patriarchen, eine eigene Aristokratie. Diese beißen Kritik an den obersten Christoph von Baldur's Tor liest sich wie ein extrem mutiges oder lebensmüdes journalistisches Werk. Der Text sieht gegen jedes Haus der Oberstadt von Leda, von den Caldwells, die verbissen ihre Stellung als Mäzen der städtischen Kunstmuseen verteidigen, oder über die Irlenbaums, deren Handelsflotte geschwind und gigantisch über das Wasser gleitet, bis zu den Rabenschatz, welche die Produktion von Tinte, Färbemittel, Schmuck und Edelsteine kontrollieren. Die Liste geht weiter und es trieft nur so von Gift und Galle. Eine jede Beleidigung, eine jede Beschreibung der reichen Häuser. Und wenn einem davon Unheil befällt, dann verlockt der Text. Das Leben der Stadt gleicht ein Ententeich, scheint der Text anzudeuten. Der widerwärtige Schleim steigt nach oben auf. Okay, kann man mit dem Stoff noch was machen? This one's not yet grown. Oh, poor thing. Warum begraben die Leute dann immer die halbtoten Viecher? Die Durenbildhunde? Here lies the Houndmaster of the Durenbolds. Surrounded by his loyal pack. Good boys and girls all. Something over there. Aha, König der Raben. Dieses Kapitel erhebt sich von den anderen in diesem Werk durch wunderschöne kleine Bilder und künstlerische Darstellungen der beschriebenen Ereignisse ab. Ein Auszug. In dieser Zeit der zertrümmerten Bündnisse zwischen Elfengöttern und nachdem ihr die Bewunderung der Shadakai-Elfen sicher war, drückt die Frau ihre Anhänger auf, sie zur Göttin zu erheben. Tut es, dann stelle ich euer zerstörtes Pantheon wieder her, sagte sie. Tut es, dann mache ich alles wieder süß und synchron. Und sie taten es, bis auf die Abweichler in ihren glühenden Gemeinden, die während des Rituals des göttlichen Aufstiegs versuchten, der Frau die Macht zu entreißen. Im entscheidenden Augenblick zerriss sie diese Abweichler. Das Ritual war unwiederbringlich getötet worden und die Königin und ihre Shadakai wurden durch die Ebene geschleudert und landen in unheimlichem, grausamen Reich, welches Schattenfell genannt wird. Die Reise tötet sie, doch aus den verderbten Aschen erhob sich wieder eine Königin mit beiden Augen, mit ihr dienenden Vögel, so dunkel wie die Ambitionen. Und so wurde die Rabenkönigin geboren, die Herren über Leben und Tod. Cool. So, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Yeah, maybe if I was half the size. Ich bin ja relativ interessiert, was da drin ist. Wir müssen, glaube ich, da mal eine kleine Rast anlegen. Hilft ja alles. So, und dann haben wir nicht irgendwie Nebel. Ich weiß gar nicht, kommt man mit Nebelgestalt durch so Löcher durch? Ich habe gar keine Nebelgestalt. Oh, ich dachte, ich hätte. Gastförmige Gestalt heißt es nicht, Nebelgestalt. Ich habe genau eine Schriftrolle davon. Kannst nicht nehmen, wo wir es die Bälle klauen. Die sind schon tot, die merken das nicht. Jetzt sind sie sogar doppelt tot. Okay, ich guck mal kurz, ob die Safe-Scam hier gerade mal wieder, weil ich gucken möchte, ob gasförmige Gestalt tatsächlich für Löcher funktioniert. Ich habe es noch nie getestet. Ich könnte Gale verwandeln. So, wenn jetzt nicht noch 1000 Lüftmomidon hier rumstehen würden. Alter, es ist so kotzen. Ich weiß nicht, warum diese Viecher so eine riesengroße Hitbox haben. Ich verstehe das echt nicht. Was soll denn das? Hallo, du sollst abhauen. Ah ja, es geht tatsächlich. Okay, wir kommen aber einfach nur im Goryeo-Mausoleum raus. Und können, weiß ich nicht, irgendwas tun? Hymne der Verblichenen. Ein Buch mit Gebeten an Kelim wurde Richter der Toten. Jemand hat folgende Anmerkungen hingeschrieben. Teilweise sind mir diese Gebete zu zuckersüß, doch ein oder zwei haben echten Wert, der über den eines religiösen Knittelvers hinausgeht. Sie wecken tatsächlich die komplizierten Gefühle von Verlust und Hoffnung für die Verstorbenen. Ihr Wohlergehen, ihre ewige Wahrung in irgendeinem Paradies. Ha. Schriftrolle? Es heißt, beim Anzünden einer Kerze im Mausoleum von Goryeon wird dem Schreiber ein Wunsch gewährt. Ich war nie abergläubisch, aber Verzweiflung macht uns alle zu Gläubigen. Hier ist mein Wunsch. Bitte lasst mich überleben. Ich möchte nicht von irgendwelchen Kultisten getötet werden. Ich möchte nicht in der Nacht verschleppt werden oder unter den Stahlschuhen eines Automaten zermalmt werden. Alles mutet plötzlich so seltsam an. Jeder scheint so verzweifelt. Ich bin allein auf dieser Welt. Wenn ich nicht für mich selbst sorge, wird es niemand tun. Vielleicht bist du ja bereit, mir zu helfen. Was Gregorian Goryeon? Hier liegt Lord Gregorian Goryeon. First High Constable of Baldur's Gate, the city's protector. Schrei nach Freiheit. Die Stadt verdient was Besonderes, als Invergordosh und seine Armee von Stahlmarionetten. Soll die Stadt gewinnen, nicht er. Ein Appell an die Götter. Better take a look. Meine Knochen schmerzen. Wunden, die schon lange vernarbt sind, pochen, als wären sie frisch. Und ich sehne mich nach dem Trost meiner Pfeife und der Wärme des Feuers. Aber ich kann nicht rasten. Ihr Götter, alte und neue, hört mich an. Gebt mir die Stärke, weiterzukämpfen. Den Mut, eine Zukunft für meine Kinder zu errichten. Wenn ich sterbe, den Frieden, der sich mit dem Wissen einstellt, dass ich getan habe, was ich konnte. Schutzpatron der Helden. Dieses Kompendium nennt die Bürger von Baldur's Tor, die das Mausoleumsgelände zu Ehren von Goryeon im Auftrag gaben, bezahlten und zollten ihnen besondere Anerkennung. Goryeon war ein Held und Weiser von außergewöhnlichem Verstand, ehrbaren Auftreten und unter seiner grauenden Äußeren schlug ein freundliches, gütiges und immer grünes Herz. Immer grün? Okay, gut, ich bin jetzt also ziemlich umsonst hier reingeschlichen, weil ich das war halt andersrum geplant ursprünglich, ne?
Na gut. Ah, die Zombies sterben gerade. Ach, hier kommen wir raus. Ja gut, dann war das sogar noch sinnloser. Gorin war ein Beschützer vom Bossspawn im Bird Escape, bis er nach dem Tutorial gestorben ist. Ja, das klingt in der Tat sehr bitter. Gut, dann haben wir jetzt unsere einzige Rolle der gastförmigen Gestalt, die ich jemals besessen hatte, komplett verschwendet. Müssen ja eine neue kaufen. Aber ich habe noch lange keine mehr im Angebot gesehen. Obwohl, wir kommen ja demnächst noch in diese Zauberhalle vorbei, und da können wir bestimmt noch unseren Vorrat wieder auffüllen. Achso, wo ist jetzt dieser komische Dini hin? Wie viel Zeit ich in diesem Spiel damit verbringe, irgendwelche... Ach, ich muss mit Schattenherz jetzt wieder runterrennen. Gell, kann vielleicht gasförmige Wolke? Kann er ziemlich sicher. Aber nicht gasförmige Gestalt. Achso, ja, das war die letzte Sprache. Ich hatte immer noch eine. So, guti, dann kroppen wir zusammen. Dann löse ich das hier auf. Da. Gut, dann gehen wir doch mal ins Lager. Hochrollenmonster. Nee, das. Diese Schattenherzstatue. Möchte hier noch irgendjemand mit mir reden? Wieso ist er immer noch da? Hier steht da. So, Dame Aelin hat zumindest keinen Dialog mit mir. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch irgendwas. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Nee. Okay, das ist sehr enttäuschend mit dem beiden, dass da nichts Neues mehr kommt. Ne? Da findest du deinen Frieden und alles und dann passiert aber nichts mehr. Keeping very well, I hope. Ja, okay, wow. Das ist tatsächlich sehr enttäuschend, finde ich, dass da nichts Neues mehr kommt. Ich bin den Companions, die haben ja auch nichts mehr zu sagen. Die stehen alle da, wie auf ihr Reit. Your parents are at peace. And so are you. It seems. Ah ja, meine Eltern sind in Frieden und ich bin's auch. Das ist ja schön. Okay. What you did for your parents was a profound act of love. I won't dwell on the matter. But know that you showed immense courage. They will be proud. Ah ja, sie meint, meine Eltern werden sehr stolz auf mich. Guti, dann bleibt doch mal eine Weile hier. I question the wisdom of that decision. I'll be here. Ja, schlag deine Zeit. Und hallo, Karlach. It's over, darling. You're free. Now you can start processing everything that's happened. Believe me, it's plenty. Mhm. Sie meint, jetzt kann ich endlich anfangen, alles zu verarbeiten, was ich so hinter mich gebracht habe. Möchte Misora das, Something on your mind? Nein, Misora. You know exactly what's on my mind. Was ist denn jetzt schon wieder? Also, dass Misora fragt, was Phase ist und Will meint, du weißt genau, was los ist? Florik hat uns einen Untersteuerkompass. Why only the truth that you bear the blame for the Duke's untimely demise? Such a loyal servant of the city, so eager to hear of your exploits. Tell me, darling, how is she? Also sie meint, sie hat nur die Wahrheit erzählt und die gute Herzogin wollte nur die Wahrheit. Es war ja sehr interessiert in unseren Geschichten. Es lebt trotz euch. Ich habe sie besänftigt. Was würde ich das scheren? Ist das eure Unterhaltung, nach der ich war? Entertainment? I'd be a cheeky devil indeed to make such diabolical merry. Glower all you want. I was merely laying the path to Will's success. With the Duke gone, someone will need to step up in his absence. A man with the spirit of a dragon. His only son, perhaps. Aha. Also sie meint, sie hat nur Wills Aufstieg vorbereitet und dass das in solchen Zeiten braucht seine Nachfolge, wie zum Beispiel seinen einzigen Sohn mit dem Geist eines Drachen. Verschwindet aber plötzlich, das funktioniert wahrscheinlich eh nicht, oder? I'm afraid that's not an option. I'm quite stubborn, you see. Take a swing or a stab if you want, but I'll just slip away for a breather. One of the perks of being a half-devil, of course. Aha. Also ich kann sie gerne schlagen, aber sie verschwindet nur kurz. Einer Vorteil, ein Halbteufel zu sein. Sie ist ein Halbteufel? Also sie ist kein... Also sie ist tatsächlich ein... Okay, ich dachte mal die ganze Zeit, sie ist ein Dings, ein Gambion, aber anscheinend nicht. So, Will? I'm sorry, Shadowheart. This memory will be a heavy load. But your suffering is over, Shadowheart. And so is your parents. I hope you find comfort in that.
Ah ja, sie meint, dass... Quatsch, er meint. Er meint, dass unser Schmerzen jetzt ein Ende haben werden und das ist alles toll. Halsin? Shadowheart. Fulfilling your parents' wishes took courage beyond measure. I hope true peace finds its way to you swiftly. Ah ja, er hofft, dass ich bald wahren Frieden in meiner Seele finde. Das Ding ist, dass mich ja dass keiner hier Genevelle nennt, ist eigentlich auch ein Ding, ne? Ever will Shar try to twist bonds of love into chains of service. You did not let her. I cannot presume to know your parents or what they suffered. But I know that they were proud in the end. Ja, ja, sie meint, dass die meine Eltern wahrscheinlich stolz auf mich waren, dass Shar dazu neigt, Bande der Liebe in Bande der Dienstbarkeit und so. As you Komm wish. Mit. So, achso, sie ist Level ja auch noch. Das ist ja auch noch ganz schrecklich, aber ich glaube, es ist nur das 12. Das, oh nein, sie ist Level 10. Oh, ja, super. Achso, sie kann die Zauber einfach? Oh. Okay, von mir aus. Druiden-Level sind auch sehr langweilig, muss ich ja sagen. Oh, wir können auch ein Talent wählen. Oh. Warte mal. Nahkampfzauber. Habe ich nicht noch so einen komischen Duellanten-Dingsbums gefunden? Ah, ne, sie ist zwei Waffenkämpfer, ne? Oh, wir könnten Weisheit mit ihr noch leveln. Ja, das bringt aber nur eins. Magino wie zu Druiden ist bestimmt total sinnvoll. Ich habe keine Ahnung, was ich hier geben soll, ne? Also, idealerweise was Weisheit bringt. Sie ist Mond-Ergo-Verwandlung? Ist sie Mond-Druide? Ich habe keine Ahnung. Letztes Mal hat sie zigtausend Zauber gehabt. Das sollte ich über Halse mitnehmen, weil der hat glaube ich, die ganzen Zaubersprüche, ne? Ja, keine Ahnung, was ich jetzt noch mitgeben kann, außer C. Das Ding ist, wenn ich jetzt halt resette, dann muss ich halt die ganze lange Liste nochmal, die ganzen Fähigkeiten nochmal neu verlegen. Was halt auch total anstrengend ist, wenn das passiert, ne? Ja, Athlet. Ja, das gibt man so jemanden hier. Ich sehe schon, komm mal, wenn hat Burn wegen seinen Geiz vielleicht 10% der Lagersequenzen gesehen? Ja, ich habe ja anscheinend schon die Romanzen mit Lazelle erfolgreich vermieden. Weil die wäre auch passiert, wenn ich das gemacht hätte. Mittelmäßig gerüstet. Also, das sieht ja auch so an. Weiß ich nicht. Ritualwirker? Lernst zwei Ritualzauber, dann haben wir wieder Angreifer? Ja, komm, wir machen das da. Wilder Angreifer klingt super. Ja, aber nee, aber eigentlich ist es voll nicht gut, Dings mitzunehmen. Ich meine, sie hat relativ viele Zaubersprüche, so im Großen und Ganzen, also so massig. Ja, doch, eigentlich hat sie so einiges, ne? Was hat sie eigentlich für Ausrüstung? Ermahnung der Auferstandenen? Oh. Dann geht doch, das heißt, sie ist selbst ein Trefferpunkt, das ist ja schön. Habe ich nicht eigentlich mittlerweile bessere Säbel? Ich meine, ich habe doch diesen komischen Duellantensäbel. Habe ich den schon verkauft? Oder habe ich schon verkauft? Upsi. Ist das Ding hier vielseitig? Nee, Streitkörper sind leider nicht vielseitig. Das ist natürlich sehr schade. Okay, aufgrund von allgemein. Okay, dann stellen wir gleich hier wieder zurück. Und nehmen wieder Game mit und machen eine lange Rast. You're sure? Ja. Nehmen Gay wieder mit, machen eine lange Rast und gucken, was passiert. Machen jetzt einen ganz anderen Spaß und nicht das mit Jahira das Zeug. How can I help? So. Gay hat erstmal 21.000 Erfahrungspunkte gekriegt. Das ist so viel, wie ich gerade Überschuss habe. Oha. So, gut, dann machen wir jetzt eine lange Rast. Und gucken, was passiert. Wahrscheinlich passiert einfach gar nichts, oder? Wenn wir dann. Ich kann einfach mal quicksaven. Guck mal, ich habe doch noch so viele Zauberslots übrig. Ich könnte noch so viel machen mit diesem Tag. Ja, ich habe genug davon. Ich bin mir sicher, dass ich genug habe. So, möchte jetzt hier irgendjemand mit mir reden. Und die Themen nochmal thematisieren. Come to bask in the glow. You must face them. Okay, die haben auch gar nichts Neues. Keeping very well, I hope. Will both of us this lucky I understand then next heat I found he's gone now. Das hatten wir alles schon. Ja, nee, hier an der Stelle nichts Neues.
Die haben auch alle nichts Neues zu sagen. Hier ist es sehr enttäuschend. Hello, my dear. Nö. Also hier passiert gar nichts mehr. Go ahead. I'm listening. Karlach macht sich die Haare. What's on your mind? Ich habe ein bisschen Angst, dass Karlach irgendwie überraschend explodiert irgendwann nochmal. Oh, man kann mit Sora am Abend reden. Come for a chat. Okay, die haben alle nichts mehr. Siehst du, die haben alle Dialoge schon erschöpft. Hier kommt nichts mehr. Diese Übernachtung ist komplett sinnlos. Ich könnte genauso gut mit meinen guten Space-Lots noch weitermachen. Ich habe nichts verpasst. Warum musst du dieses Spiel mal meine Vorräte verschwenden? Ist doch Quatsch. Stare up at the statue of Saluna. Her placid stone face was once that of the enemy, but no longer. Now you see a benevolent stranger, an unasked for patron, and a guiding light for your parents. They're with her now, thanks to you, while you are left behind once again. You feel a lump arise in your throat. Huh. Also das ist, wir sehen jetzt in Saluna, das ist unsere rechtmäßige Göttin. Vorher war sie die Feindin. Und die Eltern sind jetzt bei Saluna und wir wurden mal wieder zurückgelassen, sind wieder alleine. Versuchen die Emotionen durch Vernunft zu dämpfen, du kannst es ja kaum. Dich stumm selbst zahlen, weinen ist ja was anderes. Für sie beten zu Saluna? Dir kommen die Tränen, sie fließen lassen? Ja, machen wir das mal. Ich brauche andere Schuhe, fällt mir gerade so auf. You realize that you cannot remember when you last shed tears. Could it be possible that you never cried before? All you know is you feel better for it, lighter. You know where you came from, you know you were loved. And where you go now is in your hands. Aha, wir können uns nicht daran erinnern, wie wir jemals geweint haben. Wir haben geweint zum ersten Mal, vielleicht immer, und wir fühlen uns jetzt leichter und besser. Okay, das war das ganze Ereignis. Ja, das ist nämlich das Problem. Jetzt habe ich diese Druckerpresse nicht gemacht. Ja, gut, das ist jetzt aber nicht die spannendste Sequenz. So, okay, kommen wir zurück. Wir stappen diese Druckerpresse noch irgendwo. Irgendwie. Ich habe jetzt erstmal wieder Jahira mitgenommen. Mit der geht das denn schon irgendwie. Die hat zwar irgendwie die ganzen Boni nicht, was ein bisschen doof ist. Das mit dem Weinen für die Eltern können wir hinterher noch machen. Frohe Geburtstag, jetzt wird die ja schon wieder traurig. Mein Liebling, heute wärst du 47 geworden. Wir haben mit Kuchen und Bier gefeiert. Wir haben dein Lied gesungen. Wir stellen uns vor, du wärst bei uns, was du sagen würdest. Und dich zu leben tut noch genauso wie zuvor. Aber der Schmerz ist jetzt nicht mehr so qualvoll. Ich liebe dich. Super. Ich bräuchte trotzdem noch irgendeine Lösung für meine komische Dingensbummens-Quest. Sprich mit neun Finger Kien in der Gildenhalle. Ach, da ist die Gildenhalle? Nee, ist im Untergrund, ne? Ach genau, es geht da runter. Cora Hochbier? Aber warum hat Cora Hochbier überhaupt noch einen Questfall? Wo könnte ich noch hingehen um diesen komischen... Ich würde mal sagen, ich gehe nochmal in den Stadtpark. Also mehr schaffe ich jetzt in 3 Sekunden nicht mehr, außer jetzt im Stadtpark noch kurz zu gucken. Und zu schauen, ob hier vielleicht irgendwo noch... die Molly irgendwas, wie auch immer sie hieß. Wenn ich ihren Namen lesen würde, wüsste ich, wie sie heißt. Was? Sex? Sex und Friedhof? Oh, hello there. Feel free to listen in, but only members may participate in discussion. Wir dürfen gerne zuschauen und nur mit dir dürfen reden. Wir haben ja noch da hinten noch den finsteren Kapuzenmann. Dann ist ein Schnitter des Bar Clotilde. Aura des Mordes. Ah, wie schön. Ah, ne, super. Das ist ja schon immer das, was ich mir vorgestellt habe. Wer sind die denn alle? Nachtklinge Klar? Sirian? Und auch diese unaufhaltsame Scheiße wieder. So, wer ist als erstes dran? Sirian. Okay, gut, dann stirbt Sirian als erstes. Will ich nochmal... Was ich dieses. Oh, das ist so dumm, dass dieses. Oh, das ist. Dieses komische Unaufhaltsamkeitsaura, ne? Das ist halt.
Ich meine, das würde alles wesentlich leichter machen, wenn es nicht geben würde, aber trotzdem. Freunde, es waren gerade kritische Treffer. Der Mordgott ruft? Aura des Mordes. Das hat viel So, wir kommen jetzt nächstes dran. Todeshopp Bas Bauder. Er steht am Arsch der Welt. Wendelaschein, den kennen wir, checken wir alle nicht. Ja gut, dann Moving. Rennen wir einfach mal nach vorne. Der ist immer noch in diesem komischen Dialog drin. Naja. So. Hört sich jetzt auf zu reden. Immer noch nicht tot. So. Möchte er vielleicht sprinten müssen? Oh nein! Sie greifen Zivilisten an! Und das wusste ich nicht, dass sie Zivilisten angreifen. Das ist schlechtes für Eugene Dingsbums. Das ist, da hätte ich vielleicht mich anders verhalten, wenn ich gewusst hätte, dass das Leben von Zivilisten in Gefahr ist. Okay, aber der Rest hat keinen Unaufhaltsam. Das ist ja schon mal viel wert. Wer kommt jetzt noch dran? Schnitters bei Clotilde, Nachtklinge Wiener und... Wer ist der Nachtklinge Wiener? Achso, Leute. Ich frage gerade, warum die schon seit tot ist, aber die hat ja vorhin die Geschosse schon gefangen. Kriege ich da einen Feuerball hoch, ohne dass es komplett daneben geht? 85% ist gut. Wir sind noch in diesem Dialog. Jetzt fangen die mit Tarnung an am helllichten Tag. Ich hätte mal kurz gucken sollen, ob Shahira kann noch Shahira kann doch noch welche Viecher beschwören und so, ne? Das war natürlich jetzt wieder ein. Was ist da bitte? Nicht rübergestohlen? Nein. Oh nein! Nicht mal 181 Lebenspunkte. Achso, er hat ja unaufhaltsam. Ach. Finstrak und Gutsmann. Ich hoffe, die droppt am Ende auch. So, genau, weil Shahira kann auch noch zigtausend. Genau, ich hätte noch eine Waldkreatur beschwören können und ein Elementar. Ach, verdammt. Shahira kann so viel Zeug beschwören. Longstrider kann sie auch. Das hätte man auch auf sich zaubern sollen. Na gut, dann kann Shahira jetzt ja gerade nur so die Hälfte machen. Also, ich kann Unsichtbarkeit zu sich selber zaubern. Der Sirian kommt nicht mehr dran, aber. Kommen wir irgendwo sinnvoll ran? Also richtig gestackt sind die Typen ja auch nicht, ne? Forward. Ach, machen wir auch verstanden, oder? Wirf im Untot und deinen Befehl. Ja, das ist auf diesen Dings, ne? Gulhand macht nekrotischen Schaden. Das hat noch schon. Habe ich hier irgendwas, was sinnvoll ist von meinem Zeug? Wofür ich vielleicht was verwenden will? Die stehen halt nicht nebeneinander, ne? Wir haben leider keinen Kampfstab. Also ich bin versucht, einfach nur zuzuschlagen. Können wir nicht, wenn wir nicht rankommen, aber. Oh, keine Ahnung, was denn. 40% nur. Och. Hat Shira nicht mal einen Bogen? Warum hat sie eigentlich nicht mal einen Bogen? Achso, wir haben rausgekriegt, dass sie mit keinem Bogen umgehen kann, ne? Na komm, 40% ist es. Ja, wir kommen auch nicht ran. Schade. Ja, da muss Astarion das leiten. Warte mal, Astarion hat eine Bonusaktion. Was natürlich nicht genug Schaden macht, war ja wieder klar. Stadtwache? Genau, das wollt ihr vielleicht mithelfen? Keep out of this, Captain. Do not forget who you serve. Aha. Of course, I just thought you might need assistance. You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. The fist has a tadpole, but something's off. Not I. We. And we do not serve. Defective. Very well. Another offering to Baal. Aha, wir dienen nicht? Also es wird jetzt wird's ja auf einmal richtig interessant. Aura des Mordes? Also sie hat gemeint, dass vielleicht kann... erstmal meint der Antäter meinte, sie sollen sich da raushalten. Ist das nicht der Antäter, der übrigens schon tot ist? Ah ne, das ist der, der finstere Kapuzenmann mit 3 HP. Sie wissen... muss ich jetzt einen Nahkampfschuss machen?
Und er fällt gerade so ein. Ach, Karlach kommt erst danach dran. Ich dachte, mit einem provozierten Gegenangriff von Karlach können wir machen. Auf jeden Fall, Moment. Also der finstere Kapuzenmann gesagt, Hauptmann, lass dich da raus oder nicht an wie du dienst. Dann haben wir festgestellt, dass der Hauptmann anscheinend einen Wurm hat. Aber irgendwas ist anders. Und dann hat sie gesagt, nee, wir dienen nicht, sondern wir. Und dann hat sie gesagt, nein. Und dann hieß es defekt. Aber was irgendwie ein bisschen komisch ist, weil wir... Na gut, fangen wir auf jeden Fall an, ein bisschen rumzumachen. So, dann hat sich mich seine komische Mordaura an mir auch erledigt, was schon mal ganz geil ist. Todeshaupt des Baal, Schnitte des Baal, Clotilde. Wo ist denn Clotilde noch? Da oben ist Clav, aber wer ist Clotilde? Ist nicht der Typ, der da auf dem Boden liegt? Ist Balder? Ach so, Clotilde war ja der Typ, der ungefähr da steht und sich unsichtbar gemacht hat. Naja, nee, super. Können wir da irgendwie hochspringen? Weg ist unterbrochen. Da haben wir noch ein bisschen Beweglichkeit. Achso, der Spoiler kommt aber sowieso als nächstes dran. Ja, dann schießen wir mal auf ihn, würde ich sagen. Jetzt, nachdem er kein Schild mehr hat. So, ich vertraue darauf, dass das Karlach da hochspringen kann. Oh nein, das geht ja schief, oder? Ist jetzt auch die Aura des Mordes? Stichschaden verwundbar. Stichschaden? Ja, Mist. Ich habe leider keinen Stichschaden. Naja, da kann man... Im nächsten Zug verfügbar? Warum ist das in diesem Zug nicht mehr verfügbar? Ich habe das noch gar nicht gemacht. Naja. Ja. 14 AP. Also diese Friedhofsbegegnung sieht auf jeden Fall nochmal interessant, aber... Täubender Blick. Was hat das nicht geklappt? Das ist ja elend. Schattenherz ist dran. Ja, die kann auch erstmal da an die Ecke rennen und die Unsichtbaren entdecken. Was? Frechheit. Dafür reicht's nicht. Ah, so ein Elend. Ich will jetzt auch keine größere Magie anwenden, ne? Naja, 14 AP war jetzt nicht so der Wahnsinn, oder was jetzt? Sondern er macht dein Stück. Nein! Also, Manne Edonosa muss auf jeden Fall überleben. Es gibt offensichtlich Geheimnisse zu erfahren. Ja, Donnerbogen? Diesmal vielleicht besser als vorher? Cool. Dann. Jahira. Oh. Das Schlimmste ist, dass Jahira keinen Schattenschritt kann. Die ist ja sowas von immobil, das ist ja lächerlich. Oh, sie hat halt auch nicht so besonders viel Weisheit, irgendwie coolen Shit zu machen mit dem anderen Zeug, was sie kann, ne? Oh. Ja, ich glaube, ich muss dann doch Halsen mitnehmen. Könnte zum Myrmidon werden. Nachher richtig Verwandlung. Wäre natürlich eine super tolle Idee schon im Zug davor gewesen. Anstatt dumm rumzurennen, ne? Naja, jetzt brauchen wir mit Verwandlung auch nicht mehr anzufangen, sag ich mal, wa? So, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall diesen Typen töten, bevor er irgendjemand anders von meinen Leuten tötet. Also von meinen Leuten, aber von denen halt. Also kann ich hier einfach ranrennen? Ah, ich kann ranrennen. Ein AP. Bye forever, pal. Ja, Karl, weiß ich nicht. Bogen? Count on me. Ich hätte ihn mal ranrennen können. Weil der hat es auf jeden Fall hinter sich. What? Quick! Must be quick! This mind is small. Fragile. Listen now! Ah ja. Also dieser Verstand ist zerbrechlich im Kleinen und wir müssen uns schnell beeilen. Weisheit, Elitiden. Habe ich noch Elitiden-Weisheit? Oh, das ist relativ easy. Entering her mind is like stepping aboard a sinking ship. The architecture of her consciousness buckles and collapses. Thoughts yield to a flood of overwhelming power. The Elder Brain. Do not waste time! This mind cannot bear us. It turns to liquid.
Listen. Just listen. We learn. We grow. Loosen our clumsy bindings. Aid us. Necromancer, dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. You have a place in my grand design. The Elder Brain turned her into a meat puppet. What the hell else can it do? What happened? Why do I taste copper? Oh, das Gehirn schmilzt Leute, wenn es die mit der... Also das Gehirn hat anscheinend die Kontrolle übernommen. Man möchte Faust Bella noch mit uns reden, das irgendwie kommentieren, das Thema. Interessant. Also das Ältestengehirn hat sich gemeldet und meinte, dass es dass seine Fesseln entlöst und dass es für uns einen Platz in seinem großen Plan hat. Und dass es aber wir schnell beeilen müssen, weil das, das hält nicht so lange. Das Gehirn hält es nicht aus. Oh, Anhänge des vorzeitigen Todes. Zeit, heute zu zerstückeln und uns bemerkbar zu machen. Der Schrecken darf nicht abflauen. Diese arroganten Abenteurer, studieren den Exempel an ihnen. Reiß sie zu Stücke. Ich sorge dafür, dass die nutzlosen Fäuste sich heraushalten. Und sollten Unschuldige versehentlich verstümmelt oder getötet werden, nun, dann sind sie eben ein weiteres Opfer für die allmächtige Baal. Den allmächtigen Baal. Orin. Warum mal die den Namen kürzen und so? Mann, im Dings darf ich nicht. Faustdings? Bloody hells! Who were that lot? And the captain! She's dead! Okay, das ist, die verstehen so sehr nicht, wer hier wen getötet hat. Na gut, das ist dann so. Wie viele Dolche kann man da bitte schon bei haben? Das sind verdammte Balanhänger mit ihren 2 Milliarden. Wirklich! Das ist ja exzessiv! Da liegt vor allem nur einer auf dem Boden. Man kann Dolche werfen, ne? Aber trotzdem. Tja, okay, gut. Also das Ältestengehirn möchte einen Platz für uns haben, aber das ist ja eigentlich auch irgendwie. Naja. Ich weiß nicht, sich dem Ältestengehirn anzuschließen, dass das halt einen Plan für uns hat. Ich halte das im Allgemeinen. Warum ist ein Schattenherz eigentlich schon wieder überladen? Halte ich im Allgemeinen für eine sehr, sehr schlechte Idee. Also, es ist ja noch weniger. Das Ältestengehirn ist, glaube ich, noch weniger vertrauenswürdig als. Als der Imperator, den ich ja schon nicht für besonders vertrauenswürdig halte. Ich glaube, der diabolische Fliege des Mörkel kannte sich mal. Oh, nee, das ist tatsächlich weg. Besser, ne? Na gut, ich wollte eigentlich irgendwie jemanden finden, der mir bei meinem Presseproblem helfen kann, aber anscheinend habe ich nur ein Attentat vom Baal-Anhänger gefunden, ohne weitere Hinweise für den Rest von der Baal-Geschichte zu hören, was sehr ärgerlich ist. Während man sich mit Eugene Kennedy unterhalten hat, ist anscheinend noch nicht so traurig darüber. Naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich versuche, dieses Rätsel weiter zu lösen. Und bis dahin, ciao.